niet met een resultaat zoals we gewonnen hebben, een ronde weiter gekomen zijn. Dat zal daar zo zijn, met hem ben ik tevreden, maar vooral die eerste halbzeit was ik überhaupt niet tevreden. Die hebben ons schwer gemacht, erstens, aber zweitens haben wir ein paar Spieler in der Mannschaft gehabt, die unglaublich arrogant aufgetreten sind. Und ich habe auch in der Pause bin ich dann laut geworden und habe auch gesagt, ich sehe da keinen Unterschied zwischen verschiedenen Ligen, so dritte Liga oder wo einen Dorf spielt. Da war kein Unterschied zu sehen bei verschiedenen Spielen und da habe ich auch ein paar zusammengestaucht, weil das Spiel einfach zu langsam für uns war. Und wir haben auch gewusst, dass die Kräfte dann natürlich dann weggehen bei Eilendorf. Das ist dann auch so gekommen, die zweite Halbzeit. Und dann haben wir noch ein paar mehr Tore gemacht, aber schlussendlich mit der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, bin ich überhaupt nicht zufrieden. Gegner nochmals ein riesiges Kompliment, auch viel Erfolg weiterhin in der Mannschaft. Man sieht, dass die oben dabei sind. Haben einen sehr guten Auftritt gehabt und ich muss sagen, glaube ich, das Spiel selber war sehr fair von beiden Seiten. Die Stimmung war wieder einmal mehr hervorragend, auch von der Seite von Eilendorf natürlich. Und es hat auch Spaß gemacht, Pokal zu spielen, eine Runde weiterzukommen, aber alles andere müssen wir nochmal ansprechen. Ja. Danke schön. Danke erstmal, dann bleibt uns noch zu sagen, wünsche ich Ihnen erst vor allem natürlich alles Gute für die Saison. Ich glaube, wer so auftritt, der kommt in der Landesliga auch ganz weit. Dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Danke. Tschüss.